Heute in der Sendung: Verschlickung und Verlandung an der Weser, ein Reizthema. Und Taser und Panzerwagen, droht uns eine Amerikanisierung der niedersächsischen Polizei? Innenminister Boris Pistorius im Gespräch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die Weser hat ein Problem. Sie leidet unter Verschlickung und Verlandung. Was das genau heißt und vor allem, was das für die Menschen vor Ort bedeutet, damit hat sich meine Kollegin Sabine Molitor befasst. Den folgenden Beitrag stellt uns unser Partner Sender Oldenburg 1 freundlicherweise zur Verfügung. Noch ist kein Saisonstart für den Wassersport auf der Weser, aber bald geht es wieder los und damit alles reibungslos klappt, muss wie schon seit einigen Jahren erstmal ordentlich gebaggert werden. Deswegen haben sich in Brake vor allem Vereinsvorstände der Wassersportvereine getroffen, deren Häfen entlang der norddeutschen Tidehäfen liegen. Ihnen stinkt es, immer selbst dafür zu sorgen, dass Ihre Sportboothäfen erreichbar bleiben. Denn durch die jahrelange und noch weiter ausstehende Vertiefung der Weser leiden Sie unter zunehmender Verschlickung. Das Thema Verschlickung wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Kann man daran sehen, dass wir vor, ich sag mal, 10 Jahren Kosten hatten von 20.000 Euro pro Jahr. Und jetzt liegen wir bei 40.000 Euro. Und obendrauf kommt jetzt noch der Bürokratismus, dass wir alle 5 Jahre eine Schlickprobe machen müssen von einer professionellen Firma, die kostet nochmal 8.000 Euro in allem drum und dran. Sodass wir also bei 40.000 plus 8.000 Euro sind. Hohe Kosten, die bisher die Vereine selbst tragen, wobei einige Wassersportvereine auch noch an Seitenarmen liegen, die drohen vollkommen zu verschlicken. Wir sind mehrere Wassersportvereine. Bei uns in Hafen Absersiel haben wir 3 Wassersportvereine. Und wir haben auch den kleinen Nebenhafen bei uns, das ist der Strausser Wassersportverein und sowie auch der Beckumer Siel. Angrenzend haben wir einen Nebenarm von der Weser, die Schweiburg. Und wenn die schon sehr dermaßen verschlickt, ist natürlich klar, dass das Gefälle geringer wird und dementsprechend auch die Häfen noch mehr verschlicken. Darum habe ich damals auch Herrn Günther vom Wasserschifffahrtsamt auch zu uns gebeten, sich auch mal die Situation vor Ort anzuschauen. Dementsprechend hat er natürlich auch ein bisschen zugestimmt und gesehen, dass es auch so nicht weitergehen könnte. Die Weservertiefung steht an, die Wirtschaft möchte es gerne haben, aber wir sagen auch, wir müssen auch die Weser zwar vertiefen, was aber nicht sinnvoll ist, aber letztendlich ist es ja so, wir müssen auch Wassersport für die Freizeit auch aufrechterhalten und das ist ein großes Problem. Gastgeber des Abends ist der Braker Ruder- und Segelverein. Die Veränderung ihres Reviers hat inzwischen massive Auswirkungen auf den Sport und das Vereinsleben. Naja, unser Revier ist dadurch geprägt, dass wir eigentlich nur noch die größeren Ströme und nicht mehr die Seitenarme befahren können. Das liegt daran, dass die Wassertiefen dort nicht mehr so vorhanden sind, wie sie das vielleicht vor einigen Jahren waren. Es liegt möglicherweise auch ein bisschen daran, dass die Schiffe eine andere Größe und auch einen anderen Tiefgang bekommen haben. Aber im Prinzip hat sich der Fluss dazu entwickelt, dass wir nach Süden oder nach Norden, also rauf, flussaufwärts oder flussabwärts fahren, aber eben nicht mehr in die kleineren Nebenarme oder die Weserinseln, die Flussinseln umrunden können. Das ist nur noch für wenige Boote möglich und somit nimmt natürlich im Zweifel der Sport da auch ein Stück weit Schaden und vor allen Dingen unsere Jugendarbeit nimmt Schaden, weil mit der steigenden Strömungsgeschwindigkeit und der fehlenden Möglichkeit, das in Nebenarmen zu praktizieren, natürlich auch so die geschützten Reviere für die Kinder entfallen. Die Elsfleter Vereine haben zwar nur ein minimales Verschlickungsproblem, da dort die Weser vom Wassersport schon 1981 durch eine Schleuse abgetrennt wurde, doch durch die weitere geplante Vertiefung der Unterweser droht der Grund vor der Schleuse in absehbarer Zeit abzubrechen und sie würde dadurch erheblich beschädigt. Dann wäre der Wassersport in Elsfleter Geschichte, wenn die Schleuse kaputt geht. Also die Schleuse gehört auch nicht dem Verein. Wir haben die Wasserfläche und die Schleuse gepachtet. Das ist in Eigentum der Stadt Elsfleth und wir sind aber durch den Pachtvertrag zu Unterhalt und Betrieb verpflichtet. Das heißt, wir müssen auch die Schleuse aufhalten für Gastboote, für Sportler, Sportbootfahrer, die auf der Weser unterwegs sind und bei uns einfach Station machen im Hafen. Der Hafen ist natürlich auch sehr attraktiv, das sage ich an der Stelle mal, weil ja
Er hat eine große geschlossene Wasserfläche von mehreren Hektar und ist dafür auch dann sehr gut geeignet, um mit Jollen zu segeln, die dann eben im strömungsfreien Bereich segeln können. Gerade unsere Jugendabteilung mit kleinen Optimisten und anderen schnelleren, größeren Jollen ist da sehr aktiv und hat da einen sehr schönen, geschützten Raum. Die Veranstaltung fand auf Einladung des Wadden-Sea Forum statt, das zur Aufgabe hat, zu den verschiedenen Problemen der Nordseeküste betroffene Bürgerinnen und Bürger, Firmen und Verbände an einen Tisch zu holen, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln. Doch an einem besteht kein Zweifel: Die Verschlickung liegt an der zunehmenden Vertiefung. Die Fließgeschwindigkeit erhöht sich immer mehr und dadurch wird gerade bei Flut zunehmend Sediment eingetragen, das eine Ebbe nicht mehr rausbringt. Gerade die Probleme der Wassersportler zeigen nun auf, wie die Zukunft der Unterweser aussehen wird. Die Seitenarme verschlicken immer mehr und die Weser entwickelt sich zur Kanalrinne. Das zu verhindern oder wenigstens die Kosten für die Ausbaggerung von den Verursachern tragen zu lassen, das ist nun das Ziel der Wassersportvereine. Und nun zu den Meldungen des Tages aus Hannover und der Region. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Niedersachsen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 38% gestiegen. Innenminister Boris Pistorius hat diese Zahl im niedersächsischen Innenministerium öffentlich bekannt gegeben. Mit mehr als 5000 registrierten Fällen ist somit ein historischer Höchststand erreicht. Bei den meisten Delikten handelt es sich um Sachbeschädigungen und Diebstähle, doch auch bei Gewaltstraftaten ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Laut Pistorius lässt sich diese Entwicklung vor allem auf den Wahlkampf im Superwahljahr 2021 sowie Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zurückführen. Der Niedersächsische Landtag feiert heute seinen 75. Geburtstag. Am 13. Mai 1947 trat der erste frei gewählte Niedersächsische Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Mit der Verordnung 55 der britischen Militärregierung zur Bildung des Landes Niedersachsen war der Weg frei geworden zu diesem parlamentarischen Schritt zum Wiederaufbau der Demokratie. In seinem Grußwort erinnerte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil daran, dass, Zitat, noch niemals zuvor in unserem Teil Norddeutschlands über einen so langen Zeitraum hinweg ununterbrochen Frieden, persönliche und politische Freiheit, wachsender Wohlstand und auch sozialer Fortschritt geherrscht haben. Einsturzgefährdung in Ahlem. Die Stadtverwaltung veranlasste am Donnerstagabend die Räumung von Wohnhäusern nördlich und südlich der Heisterbergallee. Der unter dem Gebiet liegende, stillgelegte Asphaltstollen wurde vom Baudezernat als nicht tragfähig befunden. Für die betroffenen Mieterinnen und Mieter haben wir uns den ganzen Tag und gestern auch schon gekümmert. Denen konnten mittlerweile alle Ersatzwohnungen angeboten werden. Die werden derzeit jetzt zur Stunde bezogen. Heute Morgen ist bereits eine Mietpartei umgezogen. Jetzt aktuell zieht die zweite um. Dazu hat die Landeshauptstadt Hannover einerseits über den Bauhof Umzugshelfer organisiert, aber auch die Hannover als städtische Tochter unterstützt bei den Umzügen. Wir konnten für zwei der drei Parteien Mietwohnungen bei der Hannover bereitstellen. Die dritte Partei konnte eine leere Wohnung der Eigentümerin beziehen. In Ahlem wurde bis 1925 Asphalt abgebaut. Die heute einsturzgefährdeten Stollen sind nur ungenügend kartografiert. Weitere Häuserräumungen schließt das Baudezernat nicht aus. Die Erkundungsbohrungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen, sollen aber in Kürze abgeschlossen werden. Und dann werden wir in den nächsten zwei Wochen oder das Sachverständigenbüro die Ergebnisse analysieren und aus dieser Analyse heraus ein Verfüllungskonzept und ein Sanierungskonzept erarbeiten. Der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zufolge sei der Stadtverwaltung das Problem der einsturzgefährdeten Stollen schon länger bekannt, ihrerseits jedoch nicht ernst genommen worden. Am 24. Mai wird es in der Grundschule an der Steinbreite dazu eine Bürgerinnen-Sprechstunde geben. Ja, um solche Tragödien wie jetzt in Ahlem zu handeln, ist unter anderem auch das Innenministerium gefragt. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius ist vor kurzem nach Nordamerika gereist. Nicht privat, sondern wie er es sagt, um über den Gartenzaun zu schauen und neue Impulse für sein Ministerium zu bekommen. Was das mit Tasern und Panzerwagen zu tun hat, erfahren Sie gleich. Ich habe ihn dazu befragt. Hallo Herr Pistorius. Hallo Herr Schakibai. Während Ihrer Reise haben Sie in Ottawa und Vancouver AkteurInnen des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes besucht. Was können wir uns in Niedersachsen von Kanada abschauen? Ja, zunächst mal muss man feststellen, dass Kanada natürlich eine viel langjährigere Erfahrung hat mit riesigen, unvorstellbar großen Wald- und Vegetationsbränden. Kein Wunder bei den großen Waldflächen und nach den trockenen Jahren und dem Klimawandel, den wir dort besonders deutlich spüren. Und die Kanadier haben natürlich sehr früh anfangen müssen, sich mit effektiven Waldbrandbekämpfungsmethoden zu beschäftigen. Und sie tun das notwendigerweise bei den riesigen Arealen, über die wir reden, vor allem aus der Luft.
und haben damit in den letzten Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich hatte eben Gelegenheit, in der Nähe von Vancouver ein Unternehmen zu besuchen, eine Firma namens Conair. Ja, die heißen wirklich so wie der Actionfilm mit Nicolas Cage. Und die stellen Flugzeuge um zu Feuerlöschflugzeugen in verschiedenen Größenordnungen mit Flugsimulatoren, in denen die Piloten das Trainieren, das Anfliegen auf dem Wasser, das Aufnehmen von bis zu 20.000 Litern Wasser je nach Flugzeug und dem dann punktgenauen Ablassen an einer Großfeuerstelle in den Wäldern Kanadas. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und wir müssen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit und europaweit, wie gehen wir eigentlich damit um, wie bereiten wir uns eigentlich damit darauf vor, dass diese Brände auch bei uns zunehmen werden. Ja, Sie haben schon gesagt, aus Kanada und den USA erreichen uns immer wieder erschreckende Bilder von Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Waldbränden. Denken Sie wirklich, dass solche Zustände auch hierzulande möglich sind? Darüber sind sich die Experten einig, weil der Klimawandel ist in vollem Gange. Wir spüren seit Jahren, dass die Waldbrandsaison, wenn man das mal so sagen darf, also die Jahreszeit, zu der Wald- und Vegetationsbrände stattfinden, immer früher im Jahr liegt. Früher war das im August, im Juli. Und heute haben wir die ersten Brände schon im April oder manchmal sogar schon im März, was ein deutliches Indiz dafür ist. Übrigens auch deshalb, weil über die vielen Jahre die Böden immer trockener geworden sind und damit eben die Wälder auch immer anfälliger, sowohl für Schädlinge, in deren Folge dann aber auch natürlich für Trockenheit weitere und für damit in Brandsetzung sind. Und deswegen, ja, wir müssen uns auf sowas einstellen. Und die letzten großen Feuer in Europa haben uns das ja auch eindrucksvoll und schmerzlich vor Augen geführt, ob das Griechenland war oder Portugal, vor wenigen Jahren in Schweden oder vor 2-3 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir müssen uns darauf einstellen, diese Dinge nicht nur früh festzustellen, also zu verhindern, dass es große Feuer werden. Das tun wir in Niedersachsen sehr, sehr effektiv mit unserem System. Aber selbst dann ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Riesenfeuer entsteht. Und darauf muss man sich im Verbund vorbereiten. Niedersachsen alleine kann solche Flugzeuge nicht beschaffen und warten. Aber im Konzert mit anderen ist das sehr wohl möglich. Sie sagen, dass Sie sich in Nordamerika auch zum Thema Polizeiarbeit ausgetauscht haben. Verfassungsfeindliche Bewegungen sind international so vernetzt wie noch nie. Wie genau sieht Ihre Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg aus? Die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden jenseits des Atlantiks, Kanada, USA, ist heute schon ausgezeichnet. Wir hatten erst kürzlich, vor wenigen Monaten, einen internationalen Kriminalitätsfall, den wir gemeinsam gelöst haben. Ausgangspunkt war die Polizeidirektion Hannover. Das funktioniert schon sehr gut, aber die internationale Kriminalität weitet sich weiter aus. Und insbesondere haben wir international das Problem, dass sich eben auch Hate Speech und Hetze im Netz weiter ausbreiten. Und die Aufgabe ist eben zu verhindern, dass das dann ein Äquivalent auf der Straße findet und wir dann sowas erleben wie die Lkw-Blockaden an der kanadisch-amerikanischen Grenze, basierend auf Fake News und echter Hetze. Vor allem die US-amerikanische Polizei steht ja regelmäßig in der Kritik für den Einsatz unverhältnismäßiger Mittel. Auch hier in Niedersachsen will die Polizei oder die Gewerkschaft der Polizei Taser für den Streifendienst anschaffen. Medienberichten zufolge wurde für das SEK heimlich ein militärischer Panzerwagen für den Stadtgebrauch angeschafft. Droht uns eine Amerikanisierung der niedersächsischen Polizeiarbeit? Nein. Können Sie das ausführen? Die droht uns nicht. Nein, die droht uns ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wer in Amerika und Kanada schaut, wie dort Polizisten ausgebildet werden, in wenigen Monaten, und dann werden sie auf die Straße geschickt. Bei uns studieren die jungen Kolleginnen und Kollegen 3 Jahre, absolvieren ein Bachelorstudium, werden in allen relevanten Themen und nicht nur Waffeneinsatz und körperliche Gewalt, sondern eben auch in Rechtsgrundlagen, Soziologie und anderem unterrichtet und schreiben eine Bachelorarbeit, bevor sie in den Einsatz- und Streifendienst gehen. Und wir haben mitnichten heimlich irgendetwas angeschafft. Bei uns wird gar nichts heimlich angeschafft. Naja, ich meine, mit einer öffentlichen Ankündigung haben Sie sich ja schon zurückgehalten. Die Taser-Nummer, nicht die Gewerkschaft der Polizei fordert das, sondern eine Polizeigewerkschaft, und zwar die kleinere. Und das ist hoch umstritten. Und in den Ländern übrigens auch. In Ottawa werden diese Geräte nur selten eingesetzt. Und ich bin sehr gespannt, was die Auswertung der Pilotprojekte in anderen Bundesländern ist. Wie ist Ihre persönliche Position zu den Tasern? Ich erkenne, dass das die Sicherheit wesentlich erhöht. Und wir haben die Taser bei den SEKs, da machen sie Sinn. Und die Erfahrungen da sind so, dass wir sagen, wenn man sie nicht regelmäßig einsetzen kann und nicht vernünftig geschult ist, dann richten die Dinger im Zweifel mehr Schaden an, als dass sie nützen. Sie fordern mittelfristig die Investition von 10 Milliarden Euro in die innere Sicherheit. Welche Aussicht hat das?
10 Milliarden, das ist der Vorschlag, den ich gemacht habe für den Pakt für Zivil- und Katastrophenschutz. Da geht es nicht um innere Sicherheit, vor allem im Sinne von Polizei, sondern da geht es darum, anzuerkennen, dass wenn wir richtigerweise 100 Milliarden Sondervermögen auf Bundesebene auflegen, um die Verteidigungsbereitschaft nach außen zu stärken, was notwendig und richtig ist, angesichts der aktuellen Entwicklung noch mal mehr, dann muss man auch anerkennen, dass es ein Äquivalent nach innen gibt. Und das ist der Zivilschutz der Bevölkerung vor Bedrohungs- und Katastrophenlagen. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen einen Pakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Der muss zunächst hinterlegt werden vom Bund mit 10 Milliarden für mehrere Jahre, also nicht in einem Jahr, zur Beschaffung von entsprechend einschlägigem Material für Prävention, Aufklärung und vieles andere mehr. Boris Pistorius, niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das Gespräch haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet. So, zum Schluss haben wir wie immer noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Sind Sie auch wie ich ein großer Museumsfan, dann schauen Sie am Sonntag beim Internationalen Museumstag vorbei. In ganz Niedersachsen und Bremen öffnen verschiedenste Museen an diesem Tag für Sie ihre Türen. Ganz umsonst. Und das war's für heute mit 0511. Am Montag sind wir wie immer mit einer neuen Ausgabe um 6:45 für Sie da. Alles Gute und bis dann.